Ja, das, was hier auf der Bühne passiert, das kriegen die meist gar nicht so mit. Ja, das ist. Ja. Es ist halt so, ne? Das. Man könnte ja fast sagen, lacht ein Fipp mal ungeniert, hat er einen Witz kapiert. Ja, 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 groß. Ach Gott, ach Gott. Wenn Sie gestatten, dass ich mich ein bisschen ausruhe. Wissen Sie, in meinem Alter, ja früher, da bin ich ja auch wesentlich jünger gewesen als heute. Ja, vor allem damals, 1955, ne, als das ganze Drama hier angefangen hat. Das war ja immerhin im vorigen Jahrhundert. Ja, da hatten wir unsere Premiere gehabt. Und manchmal, da träume ich ja sogar noch davon. Aber nur sehr manchmal. Ja. Und dann sehe ich sie im Geiste wieder alle vor mir, die da aufgetreten sind. Ach du Lieber, an wen erinnert man sich da? Zum Beispiel an diesen stimmgewaltigen Redner, der mit seiner Oma, der spätere Fernsehsitzungspräsident, mein langjähriger Weggefährte, der Rolf Braun. Ach, ich glaube, sein Beifall höre ich jetzt immer noch in der Ohren. Und dann gab es noch die beiden, die urkohlische Putzfrau da. Ja, die Frau Babisch und die Frau Schrubelich, genau. Und der eine von denen, der hat ja immer so unverkennbar komische Geräusche gemacht, wenn der aufgedreht ist. Bin ich alles da wieder? Ach, guck mal da! Und dann ist damals noch so ein ganz jugendliches Gesangstrio aufgetreten, am Klavier begleitet von so einem späteren Prinzen, ein gewisser Prinz Bibi und einer von denen, der ist später ein ganz berühmter Stimmungssänger geworden mit seinem weltbekannten Lied, kennt jeder das Lied, wie heißt das noch schnell? Das Lied, das müssen wir doch wissen. Oder warte der Dom, oder schau in die Welt, die Leute kriegt, der schau der Macht auf Lande Welt. Hello! Ja, genau. Ja. Ja. Jetzt ist er, das liegt mir immer noch im Ohr. Und dann hat er, da haben wir herzlich immer gelacht über so eine ganz originelle Type. Da, der ist mal vor Jahren als goldener Hochzeiter, ist er mal hier auf die Bühne gekommen. Und der hat immer so komisch gebabbelt, vor allem beim Sprechen. Ich halte ja keinen Vortrag, das hat alles keinen Zweck. Ich halte nur meinen Kopf noch und gehe gleich wieder weg. Aber es gab ja noch so viel anderen Aktive, die kann man gar nicht alle aufzählen. Eine ganze Gruppe gab es ja sogar so. Darunter auch so seltsame Singvögel. Da von Gonsbach, diese Lärchen mit ihrem Lieblingslied. Die Räuber, ich glaube, das ist von Schiller. Ja, von dem Schiller, von dem stammt ja auch dieser berühmte Ausspruch. Jede Sekunde einen Erich. Ja! Yeah! Gott,
Wirklich. Du liebe Himmel. Jesus, da dabei wäre ich ja beinahe eingeschlafen. Jesus, na, wenn man in die Vergangenheit. Sag mal, wo ist denn mein Publikum? Wo sind Sie denn? Ja, ja, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, Sie wären inzwischen, wenn die längst hergegangen, wenn ich noch geschlafen habe. Nein, das ist auch gut so, weil zum Schluss muss ich mich noch einer offiziellen Ehrenpflicht erledigen. Faires Auditorium, Maximum Delirium. Zur Tradition der Mainzer Fasnacht gehört ja nicht nur der reine Klamauk, nein, auch der pure Kokolores und vor allem die geistvolle Persilflasche. Persiflage. Ebenso wenig darf aber auch etwas Besinnliches hier nicht fehlen. Und gerade die heutige Jubilarenehrung, die ist dafür geradezu prädestilliert. Dass wir auch einmal all derer gedenken, die wo hinter den Kulissen spinnen und strippen, die Fäden spinnen und die Strippen ziehen. Ich meine unsere sogenannten Frohsinnsfunktionäre. Stellvertretend für die alle möchte ich nur einen von Ihnen hier ganz besonders ehren, der vor einiger Zeit plötzlich und unerwartet im blühenden Alter von 98 Jahren für immer die Kapp abgegeben hat. Es handelt sich dabei um unseren allseits beliebten Vereinskameraden, wie heißt er noch schnell? Komm jetzt nicht auf den Namen, ist aber egal. Er wird schon wissen, wer gemeint ist. Jawohl.